sind bei der Kultur Rekordsummen wie bei Sotheby's in New York, wo diese Woche Kunst um 350 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt hat. Das wird es wohl nicht geben, aber seltene und teure Kunstwerke werden jetzt auch in der Wiener Hofburg feilgeboten. Bei der Kunstmesse Art and Antique, einer der beliebtesten und renommiertesten Messen der heimischen Kunstszene. Es ist eine Wunderwelt aus Kunst, Antiquitäten und Design. Wertvolle Einzelstücke aus vielen Jahrhunderten sind in einem Sammelsurium an Gemälden, Skulpturen, Uhren oder Möbeln vereint. Für vieles braucht man eine dicke Geldbörse, wie für Alfons Waldes Holzknecht etwa um 580.000 Euro. Kunst sammeln, etwas für die ältere Generation? Also bei uns beginnen die Käufer mit 40. Der Punkt ist natürlich der, dass man Geld braucht und gut verdienen muss, um sich Kunst leisten zu können. Das ist etwas sehr Konservatives, was wir hier machen, aber es hat Bestand. Ja? Und es ist etwas, was ich greifen kann und etwas, worüber ich mich freuen kann und wo ich auch meine Leidenschaft mit und meine Emotionen mit hineinbringe. Damit auch die Jugend Lust auf Kunst bekommt, gibt es viel Zeitgenössisches und auch Erschwingliches im Programm. Ein kleiner Trost immerhin, wenn es mit dem Alfons Walde fürs eigene Wohnzimmer doch nicht klappt.